Moin ihr Lieben, herzlich willkommen, eine neue Ausgabe von Aurich TV, kurz vor Wochenende, Freitag, 9. April. Ja, was ist los? Wir wollen euch nochmal ein kurzes Update geben über das, was in Aurich los ist, das, was die Tage zu erwarten ist. Punkt 1, ganz vorne als Meldung, die Querdenker-Demo am morgigen Samstag ist abgesagt. Falls es also Leute gibt, die dahin wollten, findet nicht statt, spart euch dann den Weg nach Aurich. Der Organisator hat die Sache zurückgezogen, weil er hätte für das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, für Abstand hätte er garantieren müssen. Kann er nicht, will er nicht, kann ich verstehen. Also Corona-Demo abgesagt. Ja. Modellregion, Thema Nummer 2, die ganzen Tage auch hier heiß diskutiert. Ich kann nur jedem, der sich überlegt, an dem Modell teilzunehmen, empfehlen, lest mal den Shitstorm gegen dieses Modell, sowohl auf unserer YouTube-Strecke als auch auf unserer Facebook-Strecke. Fakt ist, los geht's am 15.04., am kommenden Donnerstag startet die Modellregion. Wir haben es ja erläutert, man muss sich als Kaufmann jetzt entscheiden, will ich Sekt oder will ich Selters. Problem in Aurich ist, dieses Click and Meet, das läuft einfach viel zu gut. Man kann in die Stadt gehen, möchte irgendwas kaufen, guckt durch die Tür und sagt, habt ihr gerade einen Termin frei? Ja, kommen Sie rein, bin ich drin im Geschäft. Das ist also nicht so aufwendig, wie man das immer darstellt. Es geht relativ spontan und auch sehr einfach. Und diese Modellregion heißt halt, wie gesagt, wir haben es ja erläutert, die Kaufleute müssen sich dann für ein anderes System entscheiden, dürfen nur noch diejenigen einlassen, die also sich getestet haben, die einen tagesaktuellen Attest und ein Testergebnis da haben, negativ natürlich, und diese Luca-App, um dann ins Geschäft hineingehen zu können, und alle anderen sind dann außen vor. Mitarbeiter müssen auch noch selber getestet werden. Da geht es jetzt gerade darum, wer bezahlt das eigentlich? Wer bezahlt den Test von Mitarbeitern? Da ist im Moment davon auszugehen, dass die Geschäfte diese Tests bezahlen müssen. Also die Geschäfte müssen die Tests für ihre Mitarbeiter bezahlen. Kostet auch wieder einen Haufen Geld. Insofern überwiegt im Moment eher wohl der Nachteil für dieses Modell. Und ich habe aus der Innenstadt auch von den allermeisten gehört, also da machen wir nicht mit. Wir lassen es so, wie es ist. Versuchen erstmal, wir haben eine niedrige Inzidenz in Aurich. Das lasst mal erstmal so laufen. Wir haben uns da jetzt so ein bisschen drauf eingestellt. Ja, das ganze Thema Luca-App, das ist sowieso wieder etwas aus der Abteilung gelacht, gelocht, geheftet. Wie ja jetzt zu vernehmen war, Jan Böhmermann, ihr wisst, der sich mit Erdogan angelegt hat, Jan Böhmermann hat sich neulich nachts mit der Luca-App in den Osnabrücker Zoo eingewählt, aus Berlin wohlgemerkt. Ja, wie funktioniert das? Ganz einfach. Am Osnabrücker Zoo-Eingangstor hängt natürlich diese Luca-App QR-Kodierung, wo ich dann einfach mich mit dem Handy quasi einwählen muss. Das hat Jan Böhmermann gemacht aufgrund eines Fotos. Da hat also jemand diese App, diesen QR-Code abfotografiert, ins Netz gestellt, und dann hat Böhmermann sich also damit eingewählt, wie übrigens noch 80 oder 100 andere Leute, die dann nachts im Osnabrücker Zoo unterwegs gewesen sind. Ich weiß nicht, ob die Nacht bei irgendeinem Kamel verbracht haben oder im Löwengehege, keine Ahnung. Auf jeden Fall seht ihr, ist dieses ganze Luca-App-System auch sehr, sehr leicht auszutricksen. Und es wird natürlich auch genug Spaßvögel geben, die sich in dieser Modellregion mit irgendwelchen Spesskin sonst wo einwählen. Vor allen Dingen, weil ja auch die Geschäfte diese QR-Codes dann sehr deutlich in ihren Schaufenstern hängen haben. Also da bin ich mal gespannt, wie das dann im Zweifel mit der Nachverfolgung klappen sollte, wenn es denn notwendig würde. Ja, Außengastronomie, für die wäre das ja ein tolles Modell. Ich stehe hier im Biergarten. Normalerweise stehen hier Tische im Biergarten von Werner Kranz von der Börse am Hohen Wall in Aurich. Ihr seht, hier ist gar nichts, hier wird auch nichts vorbereitet. Ganz einfach, weil hier wohl keiner mitmacht. Also die Außengastronomen haben natürlich ein Riesenproblem. Erstmal ist das Wetter schlecht und zweitens müssen sie natürlich für ein dreiwöchiges Modellprojekt, wo keiner weiß, wie es läuft, müssen sie ihre Außengastronomie hochfahren. Bierfass anstechen, Personal reinholen, wieder einkaufen und so weiter und so weiter. Und das bei einem Modell, das mit diesen Vorgaben vermutlich nicht funktionieren wird. Also wenn man dann auch noch das Risiko eingeht, möglicherweise seine Fördergelder zu verlieren, dann
ist die Frage klar, dann macht da keiner mit. Ewald Maas macht übrigens Stand heute auch nicht mit, weder in der Hafenkiste noch in der Stadtperle, wo es ja auch nur um die Außengastronomie geht. Das ist halt, ja, ich kann das unter kaufmännischer Sicht durchaus verstehen, wenn ich auch noch anfange, Fördergelder gegen Null einzutauschen, ist meine Entscheidung klar, da bleibe ich lieber bei den Fördergeldern und gehe kein Risiko ein. Ja, das Kino macht auf, die machen mit, das hat mir Johann Strohmann von der Stadt nochmal gerade bestätigt, da gibt es auch schon 2500 Buchungen übrigens für Donnerstag bis Sonntag, also für den Start, für die ersten 4 Starttage, und man darf auch entgegen anderslautender Meldungen im Kino verzehren, also trinken und auch Nachos und so essen. Am Platz natürlich ohne Maske dann, da gab es das Gerücht, man dürfte im Kino gar nichts verzehren, das stimmt wohl nicht, also wie gesagt, Kino wird aufmachen. Und ja, sonst, ob das Museum aufmacht, ich weiß es noch nicht, das werde ich bei der Stadt nochmal erfragen. Wie gesagt, wenn man sich die Meinungen und Kommentare unserer User mal alleine durchliest, dann sieht man, dass es kein großes Interesse daran gibt, dieses Modell durchzuziehen. So, was haben wir noch? Ich bin in der digitalen Welt angekommen. Ihr seht es, keine Zettel mehr im Moment. Klemmbrett hilft mir da auch nicht. Hatten ja einige gesagt, kauft ihr mal ein Klemmbrett. Ja, bei dem Wetter ist das auch doof, da habe ich dann lieber das Handy. Was habe ich noch vergessen? Ja, beim EEZ, beim Energieerlebniszentrum auf dem Busparkplatz, da wird jetzt noch eine Schnellteststation eingerichtet zusätzlich. Da kann man also dann auch wie beim Drive-In bei der berufsbildenden Schule dann rumfahren und kann sich mal eben schnell testen lassen. In der Markthalle kann man sich auch testen lassen, und zwar ab Montagmorgen um 6 Uhr oder 5.30 Uhr, 6 Uhr. Da baut ja Hilde Ubben ein Testzentrum auf, falls dann also nächste Woche die Mitarbeiter da in Scharen hingehen sollten. Man muss ja immer mindestens 20 Minuten rechnen. Also da sind wohl schon einige Testkapazitäten geordert. Ich bin mal gespannt. Ich habe aus der Stadt eher fast ausschließlich gehört, wir lassen es mal so, wie es ist. Das Modell ist uns zu riskant. Wir laufen sonst Gefahr, dass gar kein Kunde mehr kommt, weil, wie gesagt, die Meinung, was man so hört, ist, dass die Leute sagen, dich geht dem morgen nicht. Und ihr kennt ja das alte ostfriesische Sprichwort, lever tot als Sklave. Für alle, die nicht aus Ostfriesland kommen, lieber tot als Sklave. Also, die haben auch keine Lust, die Menschen sich diese blödsinnigen Maßnahmen und diese überzogenen Maßnahmen reinzutun und mitzumachen bei sowas, weil da organisiert man sich dann halt in irgendeiner Weise anders. Ja, vielleicht kommt eh alles ganz anders, als wir das denken. Nämlich, wenn Frau Merkel am Montag dann wirklich nochmal den Total-Lockdown verkündet, dann ist auch die Modellregion im Eimer. Dann hat mir auch Johann Strohmann gesagt, dann haben wir halt 2 Wochen für die Tonne gearbeitet. Dann findet das alles nicht statt. Dann ist alles wieder auf Null. Seien wir mal gespannt, was in Berlin jetzt passiert. Ich weiß nicht, wie man Regionen, die eine Inzidenz von 25 oder 30 haben, dieselben Maßnahmen erklären will, wie Regionen in Bayern, die 200 oder 300 haben, oder in Sachsen oder in Thüringen. Da will ja jetzt Frau Merkel den allgemeinen Deckel drauf machen, so nach dem Motto, wenn ich jetzt was entscheide, gilt das für ganz Deutschland, und der Unfug, dass jeder Ministerpräsident was anderes macht, will ich nicht mehr. Hat sie ja recht deutlich zu verstehen gegeben. Dafür muss das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Gehen wir mal davon aus, dass die ganzen Lemminge im Bundestag alle brav die Hand heben, wenn Frau Merkel voraustrottelt und sagt, wir müssen uns jetzt aber schützen und dies und das. Nochmal, wir sind sicherlich keine Corona-Leugner, aber wir kritisieren weiterhin die Maßnahmen, wir halten die für falsch. Das werden wir auch weiter tun. Herrlich ehrlich bleiben wir, auch wenn es Menschen gibt, die das ganz anders sehen. Schönen Gruß vom Videopöbler aus Aurich. Ich sage nur einen einzigen Spruch. Helmut Schmidt hat mal gesagt, der wahre Charakter zeigt sich in der Krise. Insofern schönen Gruß in den Landkreis Leer. Und derjenige, den ich meine, der weiß, dass ich ihn meine. In dem Sinne, schönes Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Wir sind jetzt mal raus und nächste Woche wieder drin. Ciao, ciao.